sehr ballsicher. Da spazieren sie federleicht durch die Bautzner Abwehr und Slavov trifft ohne Mühe. Zas linke Abwehrseite als Schwachpunkt ausgemacht. Hensch hatte da einige Probleme und 2:1. Ein Treffer mit wenig Mühe erzielt. Kurz vor der Pause, dann das gleiche Schema. Wieder Angriff der Berliner über rechts. Diesmal nehmen sie die Abkürzung über die Mitte und natürlich geht da kein Weg vorbei an Miroslav Slavov. Sagat vor Wohlfeld, er legt aber dann nochmal ab auf Slavov und mit seinem 4. Tor zum 4:1. Seitenwechsel wird die Chancenverwertung besser. Slavov steigt wieder hoch und dieses Mal trifft er zum 2:0. Es ist bereits sein 7. Saisontor, damit steht er ganz vorne in der Torjägerliste. Ja, aber es ist eben auch ein ganz anderes Spiel als vor 2 Wochen hier gegen Fürstenwalde, weil eben natürlich der Gegner, der BAK, hier auch richtig schön nach vorne spielt. Wir können mal reinschauen ins Spiel, uns ein paar Höhepunkte anschauen. Das fängt an in der 4. Minute. Da gab es einen Freischuss für den BAK und dann haben die eben vorne den Slavov drin, diesen kopfballstarken Mann. Der kommt auch zum Kopfball und verpasst dann da das Tor noch knapp. Schwer zu stoppen, der Mann. Tim Kruse ist der Undankbare, der das leisten muss. Aber ja, 8 Tore in 7 Spielen. Ja, das sieht man schon. Wenn man in 7 Spielen 8 Tore macht, weiß er, wo das Tor steht. Dann müssen wir 90 Minuten hellwach sein, weil er braucht aber nicht viele Chancen für ein Tor. Da, Benjamin Förster. Hat sich da von hinten anschleichen. Jau setzt sich durch, immer noch Devin Jau. Oh, Latte und das ist das Tor von Miroslav Slavov. Er kann es nicht fassen und hier flippen natürlich alle BAK-Betreuer und Spieler total aus. Ja, und die paar, die gekommen sind, die paar Fans, die können ihn jetzt feiern. 9. Saisontreffer für Miroslav Slavov. Ja, das ist er, der Goalgetter des BAK, Devin Jau. Mit der Vorlage gegen Ziegenbein setzt er sich durch, gegen Stein, dann an die Latte. Weiß gar nicht, ob er da nicht vielleicht schon drin war, aber dann kommt eben Slavov und macht ihn, ist genau da. Ja, war nicht hinter der Linie, Slavov. Mit dem Tor. Thank you.
Spiel blieb offen. Ja, bis der Berliner Acker einmal mehr gnadenlose Effizienz bewies. Berlins zweite Chance, Berlins zweiter Treffer. Miroslav Slavov. Aber war es abseits? Schiedsrichter Patrick Kluge stand gut und im Zweifel für den Stürmer. Wir sagen, Slavovs 12. Saisontreffer war regulär. 2007 geworden. Bautzen wird nun vorgeführt, 3 Minuten nach der Führung. Miroslav Slavov beim 4-1 im Hinspiel, vierfacher Torschütze, hier mit der einfachen Aufgabe, den Ball aus 2 Metern zum 2-0 über die Linie zu drücken.